Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Elex. Und ja, hier schweben sie schon wieder rum. Ja, die Drohne, die wir uns letztes Mal irgendwie einfach geklaut haben und umprogrammiert und ja, keine Ahnung. Ja, wir sind immer noch im Hort, wisst ihr Bescheid und so, ne? Die letzten Folgen waren alle sau interessant und so. Gerade die Archivfolgen und so und alle so, Mann, ey. Ach ja, so, wir haben wieder Freitag. Heute und morgen möchte ich wieder schön für die nächste Woche komplett aufnehmen. Und dann sind auch wieder Ferien nach dieser Woche dann. Und dann kann ich ganz viel auf... Ja, okay, mal gucken, wie es dann wird. Aber auf jeden Fall wird geil. Jetzt eine Sache, die schon ein bisschen her ist, aber die ich die ganze Zeit vergessen habe. Kai hat es mir mehrfach in die Kommentare geschrieben. Und jetzt werde ich das mal machen. Ich habe mir das jetzt extra gemerkt, ja. Und zwar auf dem... Ihr erinnert euch, auf dem Riesenrad, wo wir... Riesenrad... Auf dem Windrad, nicht auf dem Fußrad. Auf dem Windrad, wo wir drauf waren, mit dem Angeberstuhl, ne? Hier, diese praktische Sonnenbrille, die haben wir da gefunden, habe ich nie aufgesetzt. Meinte er unbedingt, soll ich aufsetzen, gibt's irgendwie nur zweimal im Spiel, soll was ganz Besonderes sein. Deswegen setze ich die jetzt auf. Und dann passieren krasse Sachen und... Ja. Im Grunde, ja, gut, du... Jetzt sehe ich halt hier Gegenstände, die ich klauen kann. Die sind jetzt gehighlightet. Kann man ja eigentlich recht nützlich verwenden, hin und wieder durchaus. Also, ich denke mal, es wird nur das passieren und nichts anderes noch, oder? Aber gut, da sieht man mal, was man sonst so übersehen hätte, wa? Oder beziehungsweise, hier habe ich das ja nicht genommen, weil... Tja, das ist verboten. Stimmt, deswegen habe ich das nicht genommen. Naja, aber... Was liegt denn da? Hä? Hier ist auch noch was ich nicht genommen habe. Hm? Ich schneide ihm den Weg ab. Okay. Ja, ist vielleicht auch keine so schlaue Idee. Ja, also, jetzt habe ich es mal getan. Ich denke mal... Das ist auch alles, was die Brille macht, ne? Oh, da ist ein Schwert? Was ist denn da für ein Schwert? Ach, das... Ach, ich weiß wieder. Ja, stimmt, das ist ja hier. Hm, wo, ne? Wo Ihmchen... Du hast hier keinen Zutritt. Ja, wo Ihmchen am Start ist. Ja, ja. Okay, okay, okay. Gut, dann haben wir das jetzt mal gemacht hier eben. Ist okay. Aber auf Dauer... Ja, ich weiß nicht. Also... Vielleicht setze ich die irgendwie mal zwischendurch manchmal auf, wenn es Sinn macht. Aber so insgesamt, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so das Allerkrasseste, ne? Ja, passt. So. Jetzt machen wir weiter. Wir haben sehr, sehr viele Quests offen, die wir uns dann mal so angucken müssen, dass wir die machen. Also, wie gesagt, wir müssen den großen ganzen Plan im Auge behalten, ja? Unser Plan war ja, wir sind ja eigentlich gerade... Also eigentlich in der Kuppelstadt, ja. Haben dann uns aber gesagt, so, bevor wir hier Kuppelstadt und so, weil Abesser-Konflikt und so, so Seiten zu spielen und so und sehr entscheidend für Hauptstory wahrscheinlich sein wird, habe ich gesagt, okay, machen Abstecher zum Hort, damit wir wirklich jetzt mal schnell endlich mal alle Fraktionen kennengelernt haben. Also unser Sinn hier ist, die Fraktionen kennenzulernen und uns wirklich endgültig zu entscheiden. So, wir haben bisher schon sehr, sehr viel, ich denke mal auch den größten Teil der Informationen hier rausgekriegt. Und letztendlich hat sich herausgebildet, ihr habt ja die letzten Folgen gesehen, wenn nicht, guckt es euch an. Letztendlich hat sich herausgebildet, dass ich ja wahrscheinlich Outlaw werde, höchstwahrscheinlich, ja. Also wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass hier wir uns eigentlich nur umgucken wollen, wie die Leute so drauf sind und halt paar Quests machen, ja. Also diese ganzen Quests und so, ich weiß nicht, wenn ich schon einer Fraktion angehöre, weiß ich nicht, ob ich die dann überhaupt noch machen kann. Deswegen, werde ich erstmal so einige kleinere oder mittelgroße Quests hier, mal erledigen noch im Hort oder vom Hort und um den Hort drumherum. Da war ja auch viel außerhalb, wo sie so sagen, so, ey, da war mal der und der Trupp und da sind Dinge passiert, keine Ahnung, irgendwie sowas war das mal. Also das werde ich machen. Danach würde ich sehr gerne, nochmal einen Abstecher bei den Separatisten machen, tatsächlich. Einfach um sicher zu gehen, um so die inoffizielle vierte Fraktion auch nochmal mir angesehen zu haben. Und
danach würde ich sagen, machen wir in Abessa weiter. In Abessa City, in der Kuppelstadt. Und gucken, wie sich da die Dinge entwickeln. Und je nachdem, wie sich die Dinge da entwickeln, irgendwann so währenddessen oder danach, gucken wir, dass wir Outlaw werden. Ja. Das erstmal der Langzeitplan für die wahrscheinlich nächsten 50 Folgen. Je nachdem, wie viel da noch auf uns zukommt, ne? Wer weiß. Und, wie hat dir die letzte Predigt gefallen? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht mal richtig zugehört. Ha! Aber interessiert es dich nicht, was draußen vor sich geht? Glaubst du etwa, die erzählen uns die Wahrheit? Ja, warum denn nicht? Welchen Grund hätten sie denn, uns zu belügen? Du bist wirklich blauäugig. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, sehr beschäftigt mit Rumlaufen. Sind die zusammen? okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wo war ich denn jetzt hier noch nicht und wo war ich schon? Und was mache ich mit dieser Drohne? Weißt du, ich habe sie einfach angeklickt und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war so, neuen Chip einsetzen, umprogrammieren, bums, ist jetzt meine. Wartung. Wartung, okay, was wird denn hier gewartet? Maschinen? Hi, wer bist du? Siegfried! Siegfried, kann ich dir denn ein paar Sachen klauen schon? Wir haben Julius Award. Ja, die Folge ist gestern rausgekommen, oder vorgestern, von meinem Zeitpunkt aus, glaube ich. So, hi, ich speichere mal kurz, wer bist du denn? Hey, hast du mein Paket? Welches Paket? Oh, Entschuldigung, ich dachte, du wärst der neue Lieferant. Lieferant für was? Für meine Lieferungen. Was sonst? Mehr braucht dich nicht zu interessieren. Lieferant für Lieferungen? Ach so, naja, wenn... Was machst du hier? Du bist ganz schön neugierig. Aber gut, wenn du es wissen willst, ich mische Treibstoffe und dergleichen für die Kleriker hier im Hort. Zufrieden mit der Antwort? Du scheinst zumindest mit ihr zufrieden zu sein. Natürlich. Ich mache lieber hier meine Arbeit, als meinen Hintern an der Front verheizen zu lassen. Ich meine, warum soll ich meinen Hintern herhalten, wenn unsere Maschinen die Drecksarbeit machen können? Wenn du also genug hast vom Kämpfen, solltest du besser etwas handwerkliches Talent mitbringen. Da, nimm das. Kannst ja schon mal mit dem Üben anfangen. Yeah. Boah, wir fragen einfach mal, oder? Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Was soll ich schon darüber wissen? Das war keine Frage. Ich weiß nichts darüber. Ohne einen Beweis direkt in meine Kralle werde ich nichts mehr dazu sagen. You don't wanna tell me that. Nein, oder? Oh mein Gott. Kralle? Wovon redest du da? Och, am besten vergisst du das einfach wieder. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wir wissen da was von so gewissen Krallen, ne? Also, ne, so Katas Kralle und dann die von Red, glaube ich, noch war die andere. So, ist er der dritte Typ mit einer Kralle? Könnte da irgendein, na, mal gucken. Ja, ich spreche ihn einfach mal drauf an, was soll's. Du wirst verdächtigt, hier mit Elex zu handeln. Was willst du eigentlich von mir? Dass ich etwas zugebe, was ich gar nicht getan habe? Vergiss es. Und jetzt verschwinde. Okay. Ich meine, wenn er recht hat, dann macht das natürlich alles Sinn. Wenn nicht, dann macht es irgendwie auch Sinn, weil dann würde man ja auch nichts sagen. Naja. Gut, kann ich mich hier frei bewegen? Und Sachen klauen? Ich weiß nicht, also die Brille und so, mit dem, wo die Sachen gehighlightet werden, ich weiß nicht, ob mir das nicht auf Dauer auch ein bisschen nervig ist und so und ich... Oh. Warte, da wurde doch gerade noch... Hä? Okay, aber da war doch gerade noch... Hä? Hab ich mich da jetzt gerade so sehr verguckt?
Anscheinend. Naja. So, sonst hier noch irgendwas, was man vielleicht mitstipzen könnte, nicht? Okay. Dann. Manchmal ist der Bug, dass das Text länger angezeigt wird, als er sollte, ein bisschen nervig. Naja. Ja, okay, das ist jetzt wirklich dieser einmal hier. Ja, okay. Die Sache stinkt doch. Diese Ecke. Ich würde mal hier lang laufen. War ich hier schon? Bin ich hier reingegangen? War das hier? Ja. Das. Genau. Ich kann mal jetzt hier links nach unten gehen. Also. Ja, wie gesagt, also ich bin immer noch nicht so komplett drin im Hort, was Orientierung angeht. Ich meine, ich war ja noch nicht mal überall einmal. Also. Von daher gibt es noch ein bisschen Orientierungsarbeit zu. Oh, was ist das? Ein Förderband. Ich will auf das Förderband. Wir haben ja ein Jetpack, ne? Was? Why? Hä? Warum ging das jetzt so kurz? The fuck? Warte. Den müssen wir jetzt aber nochmal probieren. Warum ging das jetzt so schnell leer? Warum verschwenden die ihre Energie damit, die Dinger hier... Okay, so. Steine. Geil. Boah, jetzt kann ich ja drauf rumlaufen. Mann, ist das geil. Wäre cool, wenn man hier irgendwie was mitnehmen könnte oder... Oder irgendwo hinkommen würde, aber ist wahrscheinlich einfach nur so. Aber ist trotzdem geil. Ja, hier direkt die Bildschirme und. Wow, wo führt denn das hin? Mensch, ey, so hoch habe ich noch nie geguckt. Oh, guck, Alter, sag mal, wie weit geht denn das noch? Ich habe das Förderband bisher noch nie bemerkt, so weit oben wie das jetzt. Oh, lol. Das fällt ja wo runter? Speichern mal. Hm? Die lassen sich ja einfach in die Lava fallen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist das nur der Abfall hier oder was? Aber auch wieder diese Animation. Nicht gerade flüssig, ne? Also. Weiß nicht, was sie da fabriziert haben. Das ist eigenartig. Naja. Okay, dann können wir im Grunde den. Oh. Okay, wir laufen nicht denselben Weg zurück. Wir laufen hier entlang. Dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir einfach hier um die Ecke weiter. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Genau, hier sind wir ja dann gerade rausgekommen und hier waren wir dann noch nicht. Also, was gibt es denn hier so für schöne Sachen? Ein Rucksack, den ich bestimmt mitnehmen kann. Ah, erstmal Eisenherz, so ja. Haha. Ja, gut. So mehr oder weniger wichtiges Zeug war. Eine so eine Frage, die sich mir auch stellt noch, ist, ob ich nicht vielleicht doch mal ein bisschen mehr mit Falk hier rumlaufen sollte. Oh, scheinbar ja nicht. Oh. Okay. Ich habe aus Versehen kurz F6 gedrückt. Obwohl ich F5 für speichern, aber F6 macht anscheinend nichts. Verwaltung. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Das sieht neu aus. Oder nicht? Oder nee, das war hier. Oder ist das genau dieselbe Form des Hauses und aber nicht dasselbe wie hier bei diesem. Ach, keine Ahnung. Wir gucken einfach. Hagen, dich hatten wir doch schon, ne? Ach, dann war das hier. Das kann man sehen, wie man will. Oder wie waren das nochmal? Waren wir hier jetzt schon oder nicht? Das kannst du halten, wie du willst. Ja, wer redet denn da überhaupt? Das Glück ist mit den Dummen. Ja, woher kommt denn der? Die Stimme. Hä? Guck mal, eine Wasserflasche. Meine Wasserflasche. Mann, ey, ja. Luxus-Suite, Norbert. Ohne Türen. Ja, die Kleriker sind ja so fortschrittlich.
Why the fuck steckt da eine Gabel in Briefen? Da war wohl jemand ein bisschen wütend, wa? Oh Mann. Oh. Oh, war ich hier doch noch nicht? Okay. Das war wohl nichts. Okay. Dann hab ich's. Wenn du mich mal eben. Bums. Zu einfach. Okay. Ja. Belangloses Zeug wie immer. Aber man beschwert sich ja nicht über so ein bisschen Elexit, ne? Okay. Letzte Tür. Uiuiui. Flugspiel. Und Geldbündel. Warum die überhaupt noch überlebt haben, diese Geldbündel. Tja. Ah ja? Ach, hier haben die erzählt, wa? Die Schufterei muss mal ein Ende haben. Ich weiß halt immer noch nicht. Kann man sehen, wie man ja, genau, doch. Und dann waren wir hier mit ihmchen, ne? Das wäre dann alles. Weggetreten. Ah ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das nun mache. Mit dem Elex-Handel. Mit dieser Quest. Ob ich das tatsächlich erledige. Oder nicht. Was ist denn da hinten? Ah ne, warte, hier ist. Hier sind wir so und dann. Okay, verstehe. Hallo, ja, okay. Okay. Orientierung ist da. Jawohl. Ach, ich würde so gern das alles mal ordentlich lesen können. Hill or. Ne, was? Ne, Kill All? Irgendwas, oder? Was da? War ich, glaube ich, auch schon, ne? War ich hier schon? Ich müsste, glaube ich, mittlerweile fast überall gewesen sein, oder? Ah, vielleicht ja immer noch mal ein bisschen was übersehen, aber okay. Wir müssen ja jetzt hier. Ist so. So diese richtigen Raubzüge, so wie damals, die brauchen wir gar nicht mehr machen. Wir können einfach so hier rein und irgendwie. Die haben ja alle schwerstens zu tun. Brauche ich gar nicht mehr aufpassen beim Klauen. Ne? Die Wachen bringen auch sau viel, wenn es sie einfach nicht juckt, wenn wir halt in die Häuser reingehen und. Ja. Ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, die Runde einmal gelaufen, ne? Und haben einmal alles gesehen, was es so zu sehen gibt, meine ich, oder? Genau, und da wäre halt wieder der Eingang. So, dann werden wir jetzt mal. Ja, es tut mir leid, aber wir werden jetzt mal wieder eine Inventar-Session machen müssen, hier ein bisschen. Um zu gucken. Wir haben immer noch einen Lernpunkt frei. Und wollten. Also als nächstes lernen wir definitiv den Jetpack-Angriff, wenn wir das nächste Level abhaben. Dann machen wir noch das bisschen in Geschick rein und dann machen wir hier schön Jetpack-Angriff. Der wird uns so viel nützen. Weil wir so oder so immer ausweichen mit Jetpack und dann direkt damit angreifen und so. Das wird geil. Das wird definitiv geil. Ansonsten. Konstitution. Ja. Das haben wir schon. Mehr Ausdauer. Brauchst du auch Konstitution? Ja, es sieht so aus, als sollte man Konstitution als nächsten Wert nochmal ein bisschen hochpacken. So Schlosserkranken brauchen wir halt irgendwie gar nicht, leider. Es ist traurig. Ich würde es sehr gerne machen, aber es bringt uns halt auch gar nichts. Also von daher. Klauen. Klauen wollte ich auch immer mal verwenden und ich denke nie dran. Weil du halt aktiv, du musst dich halt ranschleichen und die von hinten bedingensen und dann die ganzen Leute. Ja, dafür bräuchtest du halt Gerissenheit. Aber Gerissenheit wird bei uns wahrscheinlich sehr weit hinten bleiben. Weil wir das einfach hauptsächlich nicht brauchen. Hier, die beiden Sachen werden wir irgendwann definitiv noch lernen, aber braucht man, ich denke mal, nicht so direkt jetzt.
weiß auch nicht. Ja, die haben wir ja schon. Was das hier angeht. Ja, okay, die Theorie-Dinger, die sind alle auch ein bisschen unnötig. Ja, das, ne? Attribut. Soll ich das vielleicht noch... Oder? Eigentlich könnten wir das mal eben einfach machen, oder? Ich meine, am Ende sind das dann, was meinte hier Dingsbums, wie auf welchem Level war er am Ende? Irgendwer hat das mal geschrieben, irgendwas mit Power 40, wo es denn so, dass wir, ich glaube, es war irgendwie so eine Zahl bei, oder was, Power 30, irgendwie sowas. Keine Ahnung, angenommen, wir kommen bis Level 40, ja, einfach mal jetzt so gesagt. Wären das noch 20 extra Attributspunkte, das wären... Ja... Kostet ja immer 2 bei allen Dingern hier, ne? Also hier noch 1, weil wir da noch nicht über 31 sind. Oder was, 32 wurde... Ja, irgendwo, wo die Grenze halt... Ja, doch, 31, ne? Okay. Das heißt, im Grunde wären es nur 10 Stufen hoch für irgendwas. Außerdem erhöht sich das ja irgendwann noch auf 3, meine ich, ne? Lohnt sich das oder lohnt sich das halt nicht? Ich meine, es ist immer noch ein Lernpunkt und Lernpunkte sind halt sau rar, ne? Also, klar, dann hast du vielleicht 10 Punkte mehr von irgendwas oder vielleicht auch nur so 6, 7, wenn es halt dann 3 kostet, ne? Aber bringt's das wirklich? Also brauche ich das wirklich? Wie war das denn nochmal, diese Tränke, die kleinen Elex-Tränke, ne? Hier, die kleinen Gaben, dann waren es die normalen Elex-Tränke, ja. Die geben ja auch 2 Punkte, ja. Und wenn ich davon 10 trinke, dann habe ich auch wieder das eine weg, wo der Lern... Und ich meine, Lernpunkte, große Elex-Tränke, ne? Sind halt nicht mal eben so, ne? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Plus-Attributspunkt wird auf Dauer... Ich glaube nicht, dass es uns so wirklich unbedingt viel bringen wird. Sache ist halt, wir können so viele andere geile Sachen lernen, wofür wir halt massenhaft an Lernpunkte ausgeben können, ne? Deswegen, einfach... Hier, einfach mehr Angriffsstärke, ja? Das war ja Wucht der Schläge, die war jetzt nicht so... Oh, dafür brauchen wir Gerissenheit, oh Gott. Das ist natürlich doof. Dann werden wir das wahrscheinlich nie auf 2 kriegen. Hier brauchen wir Stärke, ja. Aber... Halt hier sowas, oder Mutantenkiller dann noch. Oder brauchen wir auch Gerissenheit für... Und dann halt die fraktionsspezifischen, was dann für uns hier so, solche Sachen, was da, also wir können noch so massenhaft an Lernpunkten ausgeben für Dinge. Ich werde mir auch mal den einen großen Elex-Trank aufheben, einfach, und falls ich dann zu der Zeit, wenn ich Outlaw werden möchte, keinen Lernpunkt habe, dann kann ich den einfach über den Trank reinbumsen. So, ist, denke ich, ganz gut, wenn man den parat hat noch. Ja, also ich, wie gesagt, hier und die ganzen Resistenzdinger, so, da kann man halt, können wir halt alle gebrauchen, ja, also, deswegen glaube ich, ist es nicht so sinnvoll, weil Lernpunkte hast halt echt nicht viele insgesamt, ja, die sind halt die super rare Dinger, ne, da kannst du, deswegen glaube ich nicht, dass es so viel Sinn macht, die wirklich für diesen Attributsding hier einen zu opfern. Deswegen, ich würde ganz gerne einen Lernpunkt jetzt mal ausgeben. Tiertrophäen bringen uns halt auch nichts. Wir haben genug Geld, ganz ehrlich. Braucht man nicht mehr. Ja, bei den beiden Dingern hier bin ich mir nicht so sicher, ob wir die wirklich brauchen. Aber was ganz einfach mal geil wäre, wäre einfach eins von den Resistenzdingern mal ein bisschen hochpushen. Also Gift und Strahlung ist so das meiste, was vorkommt, habe ich das Gefühl. Ich meine, Feuer, ich will jetzt so oder so nicht brennen. Und Frost ist halt auch nur bei... Wobei Frost uns vielleicht sehr nützlich noch sein würde.
bei Konvertern, so generell und sowieso. Ich glaube, Gift ist trotzdem... Frost oder Gift?